Hello! Hello! Da sind wir, hier auf meinem Kanal, bei den Muffins. Hallo! Die Sweatbeard Crew ist am Start mit Frau Unfug. Na, endlich wieder der Jahresrückblick, LE-Jahresrückblick, der Teil 1 ist bei Frau Unfug Rundfunk auf dem Kanal, werde ich auch verlinken. Genauso wie Nina von Ninas Kosmetik, die uns zwar nicht kennt, aber uns inspiriert hat, diesen Jahresrückblick überhaupt zu machen. Und den Jahresrückblick von ihr werde ich auch verlinken, der ist ein bisschen kompakter. Natürlich ist natürlich auch professioneller, ne? Ist ja. Wir sind da so hobbymäßig, leidenschaftlich unterwegs und wir starten jetzt mit einem Nachtrag, der quasi bei Frau Unfug Rundfunk auch fehlt, denn Nina hat nicht alle LE-Informationen immer bekommen auf ihrem Kanal, was Trended Up zum Beispiel angeht, und da hat Frau Unfug Rundfunk noch was gerissen. Genau. Und zwar eine LE, die mich persönlich nicht interessiert hat. Im April gab es von Trended Up die Lips and Perfumes LE. Es gab 3 oder 4 verschiedene Lippenstifte, 3 oder 4 verschiedene Parfums und noch irgendwas. Und ich weiß nicht mehr was. Ich weiß nicht, ob Lippe oder Wange. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir erst den hier gekauft. Das ist die Nummer 030. So knallerot. Und dann gab es die anderen beiden noch als reduzierte, ne? Rote Aufkleber, ihr wisst Bescheid. Ich hätte ja gedacht, dass die auch riechen. Aber die sind wirklich schön dick und... Boah. Und farbig, krass, und also wirklich krass, schön. Ja. Die sind wirklich schön. Und naja, ich hatte den einen und als ich dann die anderen da habe reduziert stehen sehen, habe ich gedacht, klar, dass ich die mitnehme, oder? Aber ich finde tatsächlich, dass, dass so Creme-Lippenstifte haben sich bei mir echt die halten sich wenig, bei dir nicht, ne? Und echt wenig, was ich auch benutze tatsächlich. Ja. Deswegen bin ich davon irgendwann weg. Ich habe die zu einem Zeitpunkt gekauft, wo ich nicht viel Make-up getragen habe. Deswegen sind die nicht viel zum Einsatz gekommen. Hätte ich einen Bürojob gehabt zu der Zeit oder wie auch immer oder irgendwas anderes als das, was ich gemacht habe, hätte ich sie mehr getragen. Aber die sitzen da noch und warten so ein bisschen auf ihren großen Auftritt. Und das wäre ja auch nicht so schlecht. Nee, zum Glück. Ich habe einen Catrice-Lippenstift letztens rausgeholt. Der ist 6 Jahre alt, 7. Der riecht genauso wie der, den ich gerade gekauft habe. Krass. Also das, also es gibt Drogerie-Jungs, die können richtig was. Genau, das war der Nachtrag zum April und ich glaube... Was war mit dem... Hattest du jetzt den Kajalstift geholt? Nee, den habe ich nicht gefunden. Es gibt einen Kajalstift aus einer LE, der ist der Running Gag dieser Videos. Ja. Aber ist auch nicht so. It's elusive. Verschwindet immer irgendwie. Wir waren stehen geblieben bei der Shopping Queen LE, glaube ich. Genau, die hatten wir abgefrühstückt, genau. Weil ich fand die so uninspiriert, dass ich mir daraus gar nichts gekauft habe. Und hier haben wir so einen Karottenprimer. Kann man, muss man aber nicht, wäre jetzt meine Aussage dazu. Er ist schön feuchtigkeitsspendend, er funktioniert bei mir sehr gut, ich mag ihn. Es sind 30 ml drin, was ich finde, man nicht denkt bei diesen Mini-Tübchen. Nee. Und ich hätte ihn mir tatsächlich als Reserve gekauft, wenn es ihn noch gegeben hätte. Aber, naja. Dann geht's weiter mit der Essence Wanted Sunset Dreamers LE mit diesem Schätzchen hier, diesem Dupe zur Naked Heat mit wunderschönen Pinsel noch dabei. Auch den habe ich nicht benutzt. Wobei ich sagen muss, dass man diesen Pinsel hier, glaube ich, sehr schön für so Creme-Lidschatten benutzen kann. Ich hatte nämlich, ihr wisst ja, ich ziehe um, jetzt demnächst tatsächlich, in so 6 Wochen. Und ich hatte so überlegt, sind die noch gut, meine Maybelline Color Tattoos? Und die sind noch gut. Die sind Jahre alt, aber die sind noch gut und ich benutze die also auch teilweise wieder. Und dafür sowas kann man so einen Pinsel gut benutzen. Die Palette schimpft sich Desert Heat, was natürlich auch lustig ist, die Anlehnung an diese Naked Heat Palette. Mhm. Und dazu habe ich mir, diese Palette ist mir übrigens erjagt worden, nachdem ich sie nicht mehr gekriegt habe, von einer ganz lieben Abonnentin. Ganz liebe Grüße an dich. Ich weiß, du musstest da ein bisschen Aufwand betreiben. Ich habe bis da geswatcht, falls du die übernehmen möchtest. Nee, mach ruhig mal, ich mach mal den Blush. Und zwar habe ich mir noch das Blush geholt, Fading Blush in Rise into Sunset. Der hat so einen schönen Verlauf. Der war nicht mein Farbschema. Nee, der ist sehr kühl. Mhm.
Und den mag ich auch sehr gerne, habe ihn aber wenig getragen tatsächlich. Obwohl er von der Farbe her tatsächlich eher dezent ist. Also hier könnt ihr vielleicht so ein bisschen erahnen. Der ist nicht so bam pigmentiert wie diese Blush-Flush-Teile von Catrice vom Anfang des Jahres. Die diese Atombomben. Fies. Saboteure. Aber ich mag das Farbschema. Es ist so ein violettstichiger kleiner Bursche und ich mag den sehr gerne. Aber er ist halt nicht viel zum Einsatz gekommen. Ich glaube, mit der Palette habe ich auch nicht viel gemacht. Nee, die ist teilweise nicht mal geswatcht. Aber ich bin trotzdem froh, sie zu haben. Und dadurch auch keinen Grund zu haben, warum ich mir eine Naked Heat kaufen müsste. Die ist der Knall. Ich habe die zweimal schön benutzt und... Kannst dich noch dran erinnern. Ja, und wie soll ich sagen, mein Lieblingswort ist ja anwenderfreundlich und ich finde die unkompliziert tatsächlich. Auch wenn man natürlich, da sind dunkle Farben bei, ne? Und die haben auch Bums, also jetzt... kann man auch was Dunkles mitmachen. Kann man auch was Dunkles mitmachen und ich habe mir ja vorgenommen, mehr dunkle Augen-Make-ups und ja. Das Ding ist, ich habe ja noch ein Naked Heat Dupe, dieses chinesische oder weiß ich nicht, man sagt ja immer China. Warte, ich zeig dir das. Guck mal. Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Ich wollte eigentlich nur die Feuchttücher austauschen. Ja. Tropical Fantasy. Geh da wieder rein. Aber die war sehr beliebt, ne? Ja. Die ganze LE war doch sehr beliebt. Also ich habe so das Gefühl, die meisten LEs dieses Jahr waren gar nicht so krass im Hype und waren immer noch gut zu ergattern. Aber ja, die war, das war schwierig gejagt. Das war schwierig. Ich habe auch tatsächlich, ich glaube, ich habe den gar nicht rausgesucht. Ich habe diesen goldenen Highlighter. Den habe ich auch noch, weil ich den reduziert geschossen habe. Und ich finde ihn hier aber gerade nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihn nicht rausgesucht habe. Also den habe ich auf jeden Fall. Und was ich... hier ist er doch. Mensch. Das Sunset Dreams Marble Highlighter, der hat genau die gleiche Verpackung. Ich gucke mal ganz kurz an, wie der hier. Und ich hatte erst gedacht, dass die gleich sind. Sind sie aber nicht. Sind sie nicht? Nee. Ich habe es mir nämlich nicht gekauft, weil ich dachte, Glow Like war schon so eine LE, die sah sehr ähnlich aus. Mhm. Der ist dunkler als er hier, als dieses Glow, Setting Glow Powder irgendwie. Und er ist tatsächlich so, dass man ihn ordentlich bei mir goldiger sieht. Der ist goldiger. Krass. Aber eine ganz tolle, weiche Textur. Ja, also zum Anfassen macht das richtig Spaß. Wo habe ich denn mein geworfen? Ich habe es gerade weggeschmissen. Achso. Nimm mal das. Ja. Okay, gut. Ich nehme mal das. Oh ja, die sind besser. Die sind frisch. Ja. Die waren auch sehr gut nochmal verpackt. Die haben eine Reise gemacht, glaube ich. Ja. Und dann habe ich aus dieser LE noch, und das ist, also mit dem prügel ich mich regelmäßig, den Velvet Eyebrow Pencil 02 Chasing Sunsets. So, die Farbe ist, also für meine Haarfarbe ist die toll. Der aber ist so weich, dass der sofort abwischt. Ach, wie geil. Dann ist der so weich, dass du immer zu viel Produkt auf einer Stelle hast, dass, wenn du es verteilen willst, du einfach abwischt. Also, ne, du malst dir was drauf und denkst dir, okay, du hast hier so eine richtige Schicht und willst dann mit dem Finger da so ein bisschen, ja, ne? Dann ist er weg. Ich habe ihn immer noch nicht weggeworfen. Ich weiß nicht, warum. Einfach, weil ich irgendwie nicht aufgeben will. Ich habe jetzt irgendwann einen Pinsel genommen, das da abgenommen und dann geht's. Aber das ist ein einziges Ärgernis, dieses Ding. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten war. Hättest du das dann mit Puder? Ja, habe ich dann auch irgendwann mal gemacht, weil ich gedacht habe, irgendwie muss das doch halten. Dann hat man aber so eine richtige Produktschicht. Also ich habe ja keine Augenbrauen, ich muss sie mir ja mal aufmalen. Also das ist, das Ding schwierig ist ja wirklich, wirklich schwierig. Dann kamen die Kisses from Italy. Das war auch so langweilig. Ich habe mir das Pressebild noch mal reingezogen. Mhm. Du hast dir was gekauft? Nur den. Ich war uninspiriert. Ja. War auch nicht so spannend. Es gab einen Augenbrauenstift in ein bisschen dunkel, aber trotzdem ungefähr meine Farbe. Ähnliches Problem wie mit dem anderen. Allerdings lag das an dieser Hitze. Der war zu weich.
ich habe den benutzt und habe gedacht, das ist nicht euer Ernst. Der glitscht mir über die Haut, der ist überhaupt kein richtiger Augenbrauenstift. Ja. Ja. Der Sommer war heiß. Und das ist die 02 Brow Dolce Wow Wow. immerhin der Name ist lustig. Und dann hatte ich in der Post einen von diesen kleinen, die waren ja, glaube ich, in so einem Dreierpack. Der hat auch gar keinen eigenen Namen. Das ist einfach nur so ein kleiner, den man so rausdrehen kann. Und es ist aber eine schöne Farbe. Es ist so ein kirschiges... Ja, bisschen Neon, ne? Ja, bisschen Neon. Also der ist lebendiger, als er hier so wirkt. Sehr süß. Ja. Also ich finde den ganz, ganz schick eigentlich. Aber das waren die beiden... Der Rest der LE war echt uninspiriert. Blotting Paper, die, glaube ich, also auch wirklich welche waren. Nicht wie die Adventure Awaits Oompa Loompa Alarm. Oompa Loompa Tücher. Ja, wirklich. Seit du einmal Oompa Loompa gesagt hast, zu diesem einen Highlighter... Von Wet n Wild, glaube ich. Ich sah aber auch aus wie der letzte. My Crown's Canopy oder Crown Canopy, Canopy Crown, irgendwie so hieß der, ne? Crown of my Canopy, danke. Das war, für mich ist es ein Rouge. Ja. In Orange. Also seitdem habe ich aber dieses Oompa Loompa-Ding in meinem Vokabular. Ich weiß aber gar nicht so richtig, also Wet n Wild ist ja da gar nicht mit drin. Ja. Aber ich meine, du wärst, als wir deine Haare geschnitten haben... Um meinen Geburtstag rum. Ja. Das war August. Ja. 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 Dann wartet er noch ein bisschen. Okay. Haben wir noch Choose Your Power? Was war das denn nochmal? Ah, die! Die dann später ins Standardsortiment gekommen sind, was keiner wusste. Ich habe davon zwei. Das hier ist die neuere sozusagen. Ich habe mir eine gekauft und dann hat Svenny mir noch eine zum Geburtstag geschenkt. Und? Deswegen kommt das mit dem Zeitpunkt auch hin. Und ich habe jetzt eine zu Hause und eine bei Hand. Und wie? Die sind super. Ja? Fass mal an. Das Blau ist nicht das Beste, aber der Rest ist prima. Also schön. Kann man sehr gut benutzen. Und das war halt natürlich das Farbspektrum, was ich am besten fand einfach. Die anderen fand ich nicht. Außerdem heißt das Ding Born Awesome, ich wollte es haben. Das Ding ist tatsächlich bei denen, da habe ich Essence das nicht ganz verziehen, dass sie so frech bei MAC abgeguckt haben. Und ich fand die MAC-Paletten schon nicht interessant und das da dachte ich dann so, nö. Also wenn du das Original schon uninteressant findest, warum solltest du dir das Dupe dazu kaufen? Ja. Und ich finde sie auch nach wie vor, brauche ich nicht. Also, die sind schön. Schön, ja. Aber ich weiß nicht, ich bin da nie zugekommen, mir da wirklich was zu holen. Also ich kann mit der einfach echt viel machen, weil sie ein paar Sachen wirklich richtig gemacht haben. Der dunkelste Ton ist matt, das ist der kleine hier. Ja. Heller Verblendeton und mit dem Rest kannst du wunderbar arbeiten. Also das hier soll ein Rouge sein, verstehe ich überhaupt nicht, ist viel zu doll. Ja. Und das soll ein Highlighter sein, der ist für mich jetzt zu dunkel, ich müsste den nehmen. Ja. Aber ich kann damit einfach... meine völligen Standard-Wohlfühl-Warm-Looks kann ich damit wunderbar machen. Ich finde die Verpackung auch nicht schlecht, ja, muss ich sagen. Die ist auch also stabil. Ja, ich habe die nicht kaputt gekriegt, das will was heißen. und deswegen, und es war halt einfach ein Geschenk von Svenny und deswegen habe ich die auf jeden Fall behalten und die anderen Bayern Unfug einquartiert. Und ja, also da waren ein paar nette Paletten bei. Die Leute waren ich finde, angemessen begeistert. Also es war... angemessen. Ja, es ist ja keiner ausgerastet wegen dieser Paletten, aber... Alle haben gesagt, sie sind Standard-Sortiment mit reingenommen, ja. Dann kommt von Catrice noch Fashion Icon Nails. Das Nagellack erlebe ich raus. Insta-Shape hat so viel Hass gekriegt. Das war die Selbstbräuner-LE. Das war diese Selbstbräuner-Kontur-LE, die überall noch in den Krabbelkörbchen rumliegt. Ich weiß nicht, ob da überhaupt irgendjemand irgendwas von gekauft hat. Und sie haben ja wirklich, und das ist natürlich ein Fehler, wenn du eine Schwesterfirma wie Love hast, die total auf Empowerment und ne, bla bla bla, Frauen stärken sich gegenseitig, da bringt Catrice eine LE raus mit diesem Schmink-dich-schlanker-Ding. Nicht geil. Das war daneben. Sowas hat Catrice auch nie wieder gemacht. Das haben sie noch nie gemacht und das haben sie nie wieder gemacht. Sowas Dummes. Ja. Das war dumm. Also, da waren wirklich, wirklich Kommentare über... Und Catrice hat ja einen YouTube-Kanal, wo man sich dann die Werbevideos, also die kleinen sneaky Preview irgendwas Dinge angucken kann. Und irgendjemand schrieb dann nur drunter, ihr erzählt den Frauen jetzt gerade nicht, dass ihr was rausgebracht habt, was speziell dafür gedacht ist, dünner auszusehen. Schreibt doch Contouring, schreibt doch Shaping, so hießen die Produkte auch, ne? Aber irgendwie war das so... Abgefahren. Ich habe
tatsächlich überlegt, aus Scheiß mir irgendwas aus dem Grabbelkörbchen mitzunehmen und mir einen 300-Bauch zu schminken. So ein Sixpack. Und dann hier Catrice Instas. Entschuldigung. Aber also abgefahren habe ich gar nicht mitgekriegt, den Hate. Ich bin halt nur kein Selbstbrunner-Typ tatsächlich. Ich finde, das wird schnell fleckig und so. Ja. Das hier war eine Limited Edition von Wet n Wild und das habe ich von Lou geschenkt bekommen. Dieses hier, Don't Flutter Yourself, was auch immer das heißt, aber das ist ein Kolibri mit drauf. Und das hat auch so dieses Rose Gold Pink, also es ist eher pink. Und ja, der hat auch ordentlich Wumms, der hat nicht so viel Tiefe, aber der hat sehr viel Schein und der ist echt schön und ich mag halt auch die Optik sehr gerne. Wet n Wild tatsächlich dieses Jahr auch wenig bei mir Anklang gefunden und ich finde die Produkte auch tendenziell relativ teuer tatsächlich, dafür, dass ich mit der Qualität, also es bleibt nicht so hängen bei mir. Mhm. Und die haben ja alle Paletten neu aufgelegt und da war ich ja total scharf drauf, aber als die dann bei uns ankamen, war der Hype schon wieder vorbei. Ja. Das Gefühl. Und ich hatte sie neulich in der Hand und habe mir nichts mitgenommen, weil ich so dachte, nö, dafür brauche ich es irgendwie auch nicht. Die sind einfach ein paar Jahre alt und ja. Wobei sie ja neu aufgelegt haben und auch schlau neu aufgelegt ja. haben. Mit mehr matt. Genau. Also da sind ein paar kluge Entscheidungen getroffen worden auf jeden Fall. Ich habe, ich glaube, das gehört auch zu dieser LE mit dem Vögelchen da gerade. Flights of Fancy. Hm. Stimmt. LE. Und davon habe ich ein kleines Lidschatten, Quattro, Quintett, wie auch immer. Sehr schöne Qualität tatsächlich. Muss ich öfter benutzen. Es ist nur klein und steht bei meinen Paletten und dann sehe ich es immer nicht. Ja. Also, das ist immer so ein bisschen, naja. Dann habe ich hier auch nichts ausgelassen. Warte mal, ich guck mal ein bisschen. Der Supreme Beam, das war irgendeine so Highlighter-LE ja. von MAC. Mhm. Habe ich auch nichts. Dann Catrice Malaika Reis. Das hat mich auch überhaupt nicht angesprochen. Das war eine rothaarigen LE, fand ich. Also das war auf super helle Haut und die Augenbrauenstifte auf rote Haare ausgelegt, abgefahren. Tatsächlich. Finde ich. Also ja. Den habe ich reduziert geschossen, wie man. Was das ist der was? Healthy Glow Primer, der hat 2,50 jetzt reduziert ja. gekostet. Ja, bei Primer, sowas habe ich mir halt auch oft geholt und nie benutzt. Deswegen. Dann habe ich hier ein. Die machen schon immer schöne Verpackungen, ne? Ja, und ich habe einfach einen Platz in meinem Herzen für limitierte Catrice Lippenstifte. Oh mein Gott, da das war ein bisschen viel. Da hört es bei mir einfach auf. Oh ja, da kommt bei dir. Kommt aber auch eine riesen Wurst raus. Erst ja. gar nichts und dann so ja. viel. Das geht. Oh, ab. Der fühlt sich aber sehr schön cremig an. Hier steht 1001 Almost Lover drauf. Und der ist gar nicht so glitzerig, wie ich dachte. Nee, der ist einfach nur. Aber der riecht. Der riecht nach Salbe. Tut er? Also, wie gesagt, hat Tietje Schmidt immer so schön. Nach dem Produkt. Aber ich finde, der riecht salbig. Riech mal auf meiner Hand oder ist das meine Erkältung? Warte, ich prüfe das. Riecht der. Ich finde, der riecht salbig. Der riecht fast gar nicht. Und das, was du riechst, ist wirklich ein bisschen noch. Ja. Ich schätze einfach mal, dass der. Es ist ein bisschen Fragrance drin tatsächlich sogar. Aber der riecht, glaube ich, wirklich nach dem, was da drin ist. Aber ich glaube, der minimiert Poren sehr schön. Ja, das glaube ich auch. Also der soll ja ein Glow Primer sein. Ich glaube auch nicht. Die Glow habe ich dir jetzt. Nö, finde ich nämlich auch nicht. Aber funktioniert so ganz gut. Ja. Der Augenbrauenstift in Malaika Strawberry Blonde. Klar, ne? Strawberry ja. Blonde ist, das bin ich. Und der pinke Lippenstift in Almost Lover. Die beiden habe ich noch. Und das Pink leuchtet also wirklich sehr schön. Das ist ein Matter. Und der Augenbrauenstift ist auch wieder ein bisschen sehr weich. Es steht aber auch Soft Brow Pencil drauf. Hätte man drauf kommen können, bin ich nicht, weil man einfach das nicht im Laden testet. Da ist nicht viel drin. 1,2 Gramm, wie ich die Mino nur. Und er hat so Fasern. Und siehst du das? Das an der Spitze sieht man ja. so ein bisschen. Der hat so ein bisschen Fasern drin, die ich eher hinderlich finde, weil da, wo keine Haare sind, sie nicht haften bleiben. Und da, wo Haare sind, hängen sie sich dann ran. Das heißt, hier vorne an meinen 5 Haaren hängen sie dann und hier hinten ist nichts. Ist so ein bisschen tricky. Aber der Stift an sich ist sehr viel schöner als die beiden von Essence, die ich dieses Jahr gekauft habe. Also da bin ich raus. Nicht komplett daneben. Ja, wie gesagt, also das war auch
alles eher so auf sehr helle Haut, auf rothaarig, auf blond. Der Lippenstift staint gar nicht. Oh Gott! Ja, krass. Gut, wir haben jetzt hier, wir arbeiten jetzt mit pinken Stain weiter. So, dann kommt ein ganzer Schwung im September. Revaldeloup und Revaldeloup Young haben mich dieses Jahr wirklich kaum gekriegt. Tatsächlich, ich habe insgesamt 3 Produkte mir aus LEs geholt, aber das Fixing Spray ist sehr gut von Revaldeloup und der Sprühkopf ist super. Ja? Aber, weiß ich nicht. Ich habe den schon aufgebraucht. Wenn ich ihn mir nachkaufe, kann ich ja mal aufgucken. Ja. Big in Japan. Nein, nix. Habe ich auch nichts, weil es hat mich sehr an diese Essence Kawaii LE erinnert und die Farben haben mich nicht angesprochen und es war mir auch zu billig tatsächlich. Ja. Also diese ganze Verpackung und die, auch die Farbtöne und so, es war alles, wo ich so dachte, das Geld kannst du dir lieber sparen und dir was, ich sag mal, was Teureres kaufen. Ja. Wo ich einfach das Gefühl momentan habe, dass ich dafür mehr oder dafür mehr Verwendung habe. Mhm. Also teuer im Sinne von, entweder gebe ich 3 Euro für Revaldeloup Young oder Revaldeloup aus oder ich gebe 10 Euro für Catrice oder für Love oder irgendwas. Also da hat sich es eher so hin verschoben. Weg von massigen Sachen hin mehr zu so, brauche ich das wirklich? Ja. Das war so die Entwicklung tatsächlich. Das klingt genau nach dem Gegenteil, weswegen ich das hier gekauft habe. Ja, das ist die Shades of Marble Multi Marble Palette aus der Revaldeloup Shades of Marble. Und ich habe sowas ähnliches als Trio mal vor 2 Jahren gekauft. Und das Trio gefällt mir gut, es wurde zerrissen. Alle fanden es kacke, ich fand es ganz gut. Aber ich dachte mir, was soll ich mit 8 verschiedenen Highlightern, wenn ich das Trio schon nicht benutze. Aber der sieht interessant aus hier. Also die sind... War das ein Overspray? Nee, ich glaube, der verfärbt sich. Ich habe keine Ahnung, ich habe das letztens gesehen erst. Also, die sind komisch dick. Ich finde die irgendwie dick, wenn man die so anfasst. Ein bisschen bröckelig. Ja, man muss die, glaube ich, richtig doll einarbeiten. Man sieht die Textur auf meiner Haut zumindest. Ich habe ja hier so ein bisschen Lachfalten so langsam aber sicher. Und das sieht jetzt nicht besser aus mit dem Zeug. Nee. Ich habe allerdings, zu seiner Verteidigung muss man Folgendes sagen, ich habe das Ding, glaube ich, für 1,50 oder so geschossen. Dann ist es okay. Das war so ein What-the-fuck-Kauf irgendwie. Es war einfach zu billig und in zu gutem Zustand, um es liegen zu lassen. Ja. Also so war die Laune in dem Moment einfach. Das finde ich auch völlig gerecht. Da sind 8 Fännchen drin. Das ist, die Qualität ist nicht scheiße, die ist okay. Nee. Ich habe das Ding letztens in einem Video benutzt und der hier ist ganz gut. Das ja. ist ein rein weißer Highlighter, kann man benutzen. Wie gesagt, Highlighter tut keinem Fältchen gefallen, habe ich so das Gefühl. Und den finde ich auch ganz hübsch. Ja, so ein Champagner. Ich sag mal so, es hat seine Daseinsberechtigung in dem Sinne, dass wenn man es halt mitnehmen möchte, weil man gerade in der Stimmung ist, sage ich jetzt mal. Ja. Da kann man ja auch das diskutieren über Daseinsberechtigung, bla bla bla, aber es ist nicht kacke oder so, ja. Das ist auf gar keinen Fall. Ja. Ich persönlich habe einfach festgestellt, dass in meiner Highlighter-Schublade sehr viele Highlighter drin sind und ich nicht viele benutze. Ja. Und wenn ich welche benutze, dann doch eher im Bereich der hochpreisigeren Geschichten, die ich habe. Ja. Und dann denke ich mir halt so, um das dann später auf dem Flohmarkt wieder zu verkloppen, dafür ist es dann auch wieder zu teuer. Ja. Beziehungsweise du kriegst auf dem Flohmarkt hier für nichts. Du kriegst dafür vielleicht 50 Cent einen Euro, ja. wenn ja. du Glück hast. Ja. Wenn es überhaupt einer haben will. Ja. Und ja, da muss man sagen, ein bisschen, also der Wertverfall von Make-up ist drastisch. Ja. Es sei denn, man hat ungeswatchte, original verpackte, hochwertige Sachen. Ansonsten, beliebten, limitierten am besten. Oder beliebte, limitierte Geschichten und so weiter und so fort. Aber so, ich sag mal so, die günstigeren Sparten, das ist, ja. Wenn ja. das Packaging nicht stimmt, wenn der Inhalt für mich nicht passt, wenn, da kommt nachher auch noch eine LE, wo die ich in der Hand hatte und dachte, werde ich nicht benutzen. Ja. Also schön und für viele auch bestimmt ein Grund, sich das mitzunehmen und es zu haben und es zu lieben, aber für mich, ich muss mir nicht Sachen in die Schublade tun, um Sachen in der Schublade zu haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Dafür habe ich auch nicht genug Platz, weil ich habe wirklich viel. Also mal gucken, was dann so an Videos nach dem Umzug kommt, was meine Make-up-Sammlung angeht, aber das ist, obwohl ich viel aussortiert habe, immer noch
mehr als ein Mensch in einem Leben braucht, wenn man von dem Gesichtspunkt mal ausgeht. Aber es ist halt eine Sammlung. Und aber auch in der Sammlung kann man immer mal durchgucken, hat es noch seine Berechtigung oder... Ich habe, das ist genau das Ding, ich habe den jetzt rausgekramt, um zu gucken, will ich den überhaupt behalten? Ja. Und ich weiß es immer noch nicht. Nö, dann muss er auch, dann bleibt er erst. Im Zweifelsfalle immer für den Angeklagten. Ja, genau. Auf jeden Fall. Genau. Der hier hat meinen Ehrgeiz geweckt, deswegen ist der noch da. Also solche Sachen hat man ja immer wieder. Mac the Blondes Collection. Es war interessant, aber nichts, was ich mir gekauft hätte. Dann Love Rose Gold Collection. Die gibt es immer noch auf jeden Fall bei Parfum Dreams. Mhm. Die finde ich auch schön. Ich schleiche auch drum rum, aber es erinnert mich sehr stark an die Venus 3 bzw. die Venus XL. Und jetzt kommt eine Venus XL 2 raus, die dann nur so, die auch so Peach, Rosé, grünstichige Sachen drin hat. Aber da bin ich schon wieder nicht so. Also, es ist alles sehr pastellig. Mal gucken. Ich warte auf die ersten Swatches bei der Venus XL 2. Mhm. Und. Wenn ich sie dann ganz dringend, also wenn sie wirklich, ne, dann würde ich sie mir secondhand besorgen, weil ich auf dieses im Ausland bestellen, ich habe ja sowieso schon keinen Bock mehr dazu bestellen. Also da werde ich einfach auf Instagram gucken, ob die einer verkauft. Ja. Manchmal wird sie auch für Blogs gekauft und geswatcht und dann nach 2 Monaten merken die Leute, nee, dann gucke ich halt. Wann kamen denn diese Paletten hier? Das ist schon ein bisschen her, das war Anfang des Jahres. Also ich habe mir halt diese hier geholt, weil ich die bei Fräulein, sage ich das jetzt richtig, Azura Mortalis von Instagram. Ich glaube, die kenne ich gar nicht. Die kennst du nicht? Nee. Boah, die macht immer so mega Gothic Looks und so und die ist abgefahren. Und die hat diese, hat diese Palette gehypt und ich habe sie auch sehr abgeliebt. Und ich weiß gar nicht, ob die ins Standardsortiment gekommen ist. Ich habe sie nämlich nicht wieder gesehen. Ich glaube, online kriegst du sie auf jeden Fall. Ja. Und das war so meine geliebte lila Lidschattenpalette, weil ich ja nach sowas gesucht habe. Und die erfüllt es zu 95%. Also die ist schon für alle lila Liebhaber ein absolutes Muss. Und ich liebe die auch sehr und ich habe sie viel benutzt. Und aber ich meine... Irgendwie habe ich das Gefühl, die gibt es nicht mehr. Aber wenn doch, kann ich die nur empfehlen. Die ist auch qualitativ sehr, sehr schön. Schamlose Werbung. Frau Make-up Cat verkauft die gerade auf Instagram. Wenn sie noch stimmt, Cat als Bundle. So ein ganzes Set für... Alle 6 für 44 Euro. Das ist ein Schnapper. Das ist abgefahren, weil eine Palette davon kostet, glaube ich, 15. Genau, und die sind größtenteils, ich glaube, bis auf eine sind die nagelneu und die eine, die nicht neu ist, hat sie geswatcht. Ja. Also, und also bei Frau Make-up Cat, also für die kann man gut kaufen, ja, habe ich auch. Habe ich auch schon was gekauft. Das gut verpackt, wunderbest. Ja, also, ist immer solide. Also da kann man immer auf kommt so ein Schwein. Falls Frau Make-up Cat irgendwas in die Richtung von Jeffree Star noch loswerden will, kann sich auch noch gerne bei mir melden. Ja, Catrice und Essence und Love, the Palettes. Cosnova hat mega einen rausgehauen. Ich habe mir die 3 Love Paletten noch bestellt bei Parfum Dreams. Sie hatte noch einen Gutschein. Und Low Buy kommt ja jetzt 2019. Also nicht so viel einkaufen. Ich musste dann noch ganz viel einkaufen, bevor das losgeht. Die sind aber leider noch nicht gekommen. Deswegen, ich hätte sie euch gerne gezeigt, aber sie haben mich leider noch nicht erreicht. Ich stand vor einem dieser Aufsteller, habe gedacht, ich wusste, was kommt. Ich hatte alles vorher gelesen. Ich war theoretisch vorbereitet. Da stand ich vor diesem Aufsteller und habe gedacht, what the fuck, das ist ein Palettenwald. Das war der Hammer. Mich hat das, glaube ich, auch überfordert. Und deswegen habe ich nichts mitgenommen. Es hat mich überfordert. Deswegen habe ich nämlich auch erst nichts mitgenommen, weil ich gedacht habe, was soll ich denn... Und dann habe ich bei Frau Beautiful Olympia, wenn die was verkauft, ist das übrigens ganz ähnlich. Die kauft auch ganz viel und dann wird es für einen Blog geswatcht und einmal benutzt und dann macht sie eine Review und dann wird es verkauft. Also da ist sie auch ziemlich schnell und ziemlich knallhart. Und bei ihr habe ich dann für 12 Euro inklusive Versand, das war natürlich der absolute Schnapper und vielleicht auch ein bisschen was, weil ich so eine Nette bin, da habe ich dann die Alkunista aus dieser LE, habe ich da geschossen. Und das war definitiv eine von meinen ganz großen Verliebtheiten dieses Jahr. Textur 1A. Farbspektrum für mich 1A. Nicht zu dunkel, nicht zu gruselig. Ordentlich kräftiges Rot, ein bisschen lila, ein bisschen dies, ein bisschen das.
Das war wirklich, wirklich. Ich habe die gesehen und habe gedacht, oh, die ist schön, die möchtest du haben. Das war der Gedankengang. Da war kein Gesabber, kein Ausrasten, kein gar nichts. Und dann habe ich angefangen, die zu benutzen und es war nur. Baby, du und ich. Also, I love it. Was sie mit Neutral Color meinen, wenn man. Ist sie nicht. Nee, ist sie nicht. Und ich bin so ein bisschen nicht so der Fan von diesen gebackenen Texturen, weil mich in der Vergangenheit schon mal solche Paletten abgeschreckt haben. Aber die sind echt schön. Und die lassen sich gut benutzen. Das kommt irgendwie dazu. Du kannst damit rumfuhrwerken und es kommt aber was dabei raus. Es ist unmetallisch, ne? Ja, alles. Krass. Alles dabei. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die ist nur metallisch. Mhm. Aber ist nicht ganz mein Farbspektrum tatsächlich. Ja, ich habe da andere Paletten, die das abdecken. Ja. Tatsächlich. Und wenn dein Schwung Love-Paletten kommt, besuche ich die auch gerne. Also. Ich habe übrigens für September hier noch so einen Joker. Ja. Den darf ich gleich nicht vergessen. Den habe ich aber schon wieder aussortiert tatsächlich. Ja, der ist auch Spielerei. Es gab auch zwischendurch nochmal diese Blush-Moment-Geschichten von Love. Die waren als LE gekennzeichnet. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile im Standardsortiment sind oder nicht. Es gab online verfügbare Farben und Farben, die es in der Theke gab. Ich habe mir die zwei geholt. Einmal so ein Pink und einmal so ein Mauve-Ton. Ich glaube, ich habe sogar noch mehr, aber ich habe nur die zwei jetzt gefunden. Vielleicht habe ich auch nur die zwei. Mhm. The Future is Female und Beautiful Minds Empower Other. Das ist dieser movigere Ton. Und ich finde die sehr schön. Den pinken benutze ich momentan auch relativ regelmäßig, weil der eben so einen schönen frische Moment hat. Und die sind beide relativ dezent, obwohl sie krasser wirken, aber sind doch eher dezente Jungs. Erinnern mich ein bisschen an diese Blushes, diese Gradient Blushes von NYX. NYX. Ja. Yeah. Weil die haben auch so einen Beige-Ton mit dabei, den finde ich auch sehr schön. Ja, also die gab es irgendwie auch zwischendurch noch. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich mittlerweile Basis sind. Ich habe davon auch einen, der war in der Post. Und der heißt Empowered Women, Empower Women. Ah. Bogenbrecher, womit denn? Aber den finde ich auch sehr schön. Er ist mir im Moment ein bisschen zu pink. Ich habe im Moment nicht so, den Hang zu pinken Rouge irgendwie im Moment. Obwohl ich das, finde ich, tragen kann und es mir auch steht. Aber im Moment habe ich da nicht so den Hang zu. Der ist aber auch von der Textur her super schön. Ja. Und es gibt jetzt gerade von Love, gibt es so mit welche, die heißen irgendwie mit Metallic Finish oder so. Die sind auch so ganz zart, aber die glänzen ganz doll und die Farbe ist sehr leuchtend und sie sind trotzdem. Du würdest trotzdem Sommersprossen darunter sehen, wenn du weißt, was ich meine. Die habe ich gerade, also die habe ich beim letzten Mal mit Besuch oder viel mit ihrem Besuch ganz schön angesammelt. Also ja, die machen schöne Sachen. Aber ich habe gehört, dass Love jetzt aus vielen Filialen auch rausgeht, was ich schade finde. BH Cosmetics geht da rein. Da, wo BH Cosmetics reinkommt, geht Love raus. Aber das ist 50-50 ungefähr. Oh, BH Cosmetics ist so. Ist so vorbei in meiner Welt. Es Echt? Ist so vorbei. Aber ich finde so schöne Paletten. Für mich ist BH Cosmetics so Kinderschminke. Also das hat für mich so ein Brand. So wie Revelle Loop und Revelle Loop einfach sehr günstig sind und in Verpackung immer sehr günstig sind. So ist BH Cosmetics für mich einfach Kinderschminke. Auch wenn ich mir damit Feinde mache. Ich bin nicht bereit, für eine Zodiac-Palette 25 € oder was die kostet, hinzublättern. Und dann ist das so ein Ding. Mhm. So ein riesen Monster, wo so viel Platz verbaut worden ist, für den Platz, den es gar nicht braucht. Ja. Und auch, diese ganzen Sachen catchen mich nicht, interessieren mich nicht. Ich habe sie geswatcht neulich mal im DM. Ist es mir nicht das Geld, was ich an Produkt dafür kriege, ist es mir nicht wert. Wobei die Zodiac-Palette, die ist ja matt und schimmernd, die hat ganz schöne Töne, aber trotzdem, für das Geld kaufe ich mir lieber eine Love-Palette tatsächlich. Weil ich da weiß, dass ich da eine Qualität kriege, die ich gut finde. Ja. Aber, ich weiß nicht, BH Cosmetics, das war so, als ich angefangen habe, YouTube zu gucken, da war das der Shit und das haben alle, auch diese
diese 100er und 120er Paletten, das war der Shit. Für mich ist das vorbei. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Irgendwie habe ich da eine Sperre. BH Cosmetics Sperre. Ich habe von BH Cosmetics ja tatsächlich ein paar Paletten, also 3-4 Stück. So. Mhm. Und ich finde keine schlecht. Im Gegenteil. Okay. Also die Solar Flare, das ist ja die, also ja, ist ein Thema, auf das du stehen musst, ganz klar. Ja, aber das ist so ähnlich wie die da. Da sind Farben drin und Texturen und da kriegst du Effekte bei raus. Sowas habe ich kein zweites Mal in meiner Sammlung bei den okay. Solar Flare. Also man sollte mich nicht auf die Solar Flare ansprechen und bin ich, wie ich immer völlig aus dem Häuschen. Ich habe aber auch von BH Cosmetics eine Modern Matte Neutrals oder so heißt die, glaube ich. Auch wieder sehr rötlich und orangelich und so weiter und so fort. Ist aber, glaube ich, auch lila mit Brei. Und die funktionieren so gut. Also bei mir funktionieren die einfach ganz toll. Ich weiß, was du meinst. Das Design ist ne, Geschmackssache, weil es einfach sehr, sehr verspielt ist teilweise. Und ich würde mir von BH Cosmetics zum Beispiel auch nie einen Rouge kaufen. Oder einen Lippenstift oder eine Foundation oder so. Ja, ja, die haben fast alles. Aber also BH Cosmetics macht für mich so themenbezogene Lidschattenpaletten und die finde ich dann halt auch teilweise wirklich, wirklich gut. Und wie gesagt, also ich habe die Solar Flare, ich habe ja auch die Galactic? Galaxy Chic. Galaxy. Die habe ich tatsächlich auch schon ein bisschen länger und die funktioniert gut. Und das ist genauso dieses Bake-It-Konzept, was mich hier dran auch abgeschreckt hat, was es halt bei BH Cosmetics sehr viel gibt. Ja. Und früher war das alles sehr krümelig. Ja. Und staubig und vielleicht haben sie da auch gut jetzt dran gearbeitet, aber mich schrecken einfach auch die Preise ab. Ich finde es krass. Also dafür, dass es eigentlich immer eine günstigere Marke war früher, dafür haben sie echt angezogen. Und sie haben auch sehr viel Kritik jetzt gekriegt für die Love Signs? Ja, genau. Diese Einzelpalette, die so matt ist und die total zerrissen wurde, weil alle gesagt haben, wer das Sternzeichen hat, mein Beileid. Diese kleineren Räder mit dem Highlighter in der Mitte. Also Capsule Make-up. Ja, genau. Also das Thema, also das kleine, kompakte Dinge in Make-up, Capsule Make-up. Ich denke, dass sie alle Sternzeichen durchgehen und dann kommt ja vielleicht noch was Spannendes so. Also an sich finde ich diese kleinen Paletten keine schlechte Idee. Ja, muss man gucken. Also Firmen können nicht immer nur gute Ideen haben. Ja. Vielleicht bin ich auch zu voreingenommen, das kann auch gut sein, aber... Ich drück dir gleich mal die Solar Flare in die Hand und dann kannst du mal... Ja. Das ist keine, die du alleine benutzen kannst, weil es halt nur gebacken und nur metallisch ist irgendwie. Aber, also, wenn ich an Fotos viel nur denke, an diesen einen Lidschatten, das sehe ich schon. Ich liebe den. So, dann geht's gleich weiter mit Dingen, die du liebst. Ja! Oh Gott! Deine Lieblings-LE dieses Jahr. Ich war raus. Ich habe es dann auch kurzzeitig mal bereut. Ich nehme mal die andere. Ja. Aber die war sehr gehypt. Die Fall Back to Nature LE. Ah. Entschuldigung, aber diese Rouge-Palette, ja? Oh my fucking goodness. Alles. Erstmal sind hier 5 verschiedene Farben drin, in matt und schimmernd. Und zwar exakt die gleichen, dass ihr das immer so ne, toppi-top und hin und her machen könnt. Ich bin natürlich ausgerastet wegen Mrs. Maple. Und was mich also absolut zum Singen und Tanzen bringt, ist Little Pumpkin. Little Pumpkin ist einfach okay. Und an die kühlen Häutchen da draußen, ihr nehmt dann einfach Grab a Grape und Say Yes to Maroon. Das sind die beiden anderen. Die sind auch wirklich schön. Wobei Say Yes to Maroon könnte ich auch noch nehmen. Aber das ist, Entschuldigung, aber das ist Herbst pur in einer Rouge-Palette. Dann riechen die auch noch ein bisschen süß, das ist auch ganz nett. Und für einen Zehner kriegt ihr einfach eine Tonne Produkt. Also das Ding hat original einen Zehner gekostet. Später lag das überall für 5 Euro rum. Also gar kein Ding, finde ich. Und da sind 28,9 Gramm drin. Das ist krass. Das ist wirklich, wirklich eine Ansage. Und ich, also das Design schön, ist es wirklich schön. Das sieht einfach nicht billig aus, finde ich. Die Lidschattenpalette fand ich gar nicht so interessant. Da habe ich gedacht, ich kaufe sie reduziert. Sie war gar nicht reduziert. Ihr kriegt 5 gleiche Farben in verschiedenen Finishes. Einmal matt und einmal glänzend. Ich finde jetzt vom Swatch ist es mittelmäßig. Ja. Die ist okay.
Also tatsächlich lassen sie sich besser verarbeiten als watchen. Okay. Also so eine Kategorie ist das einfach. Und ja, also, aber das war einfach, da wurde es dann irgendwann, die Liebe zu dieser Palette wurde so groß, also zu der Rouge-Palette, dass ich die auch haben wollte. Und das habe ich dann halt einfach gemacht. Dann war der Pinsel, den habe ich in der Post, den habe ich mir nicht selber gekauft, weil ich auch mit der Form noch nicht so ganz genau weiß, was ich damit machen soll. Und die Mascara war das gleiche, am gleichen Tag wie die Lidschattenpalette. Ich dachte, es wären reduziert Aufkleber drauf, aber sie haben einfach den Originalpreis mit, ne? Das machen sie gerne mal. Ja, das ist die, die gibt es jetzt auch im Standardsortiment, aber die hat dieses hübsche Blätter. Was ein Aufkleber ist, die nicht... aber das, ja. Highlighter und Blush Brush. Und sie rastet eine Runde aus bei einer LE. Und das Ding ist, ich habe die vorher gesehen und habe gedacht, was für ein süßes Design, aber ich war gar nicht so aufgeregt. Es gibt LEs, bei denen ich wesentlich aufgeregter war vorher. Aber das war, also, das war meins. Definitiv. Und ich freue mich bei der Palette auch schon drauf. Die ist nämlich bis auf den einen Ton wieder relativ dunkel. Und da kann ich meinen guten Vorsatz fürs neue Jahr mit mehr Dunkel, mehr Grün, kann ich da, ja, kann ich da gleich wieder mit fortsetzen. Hervorragend. Ich habe mir aus der folgenden LE, der Prime and Last von Essence, ein Fixing Spray gekauft. Und die hat, glaube ich, den abgefucktesten Sprühkopf gehabt ever. Oder Essence hat momentan einfach Probleme mit Sprühköpfen. Der Sprühkopf ist jetzt von dem Reval de Loop Setting Spray, den habe ich umgedingst. Ja. Der Primer ist okay. Kann ich jetzt weder gut noch schlecht. Ich kann ja mal eben gucken. Nö, der ist okay. Das, was jetzt meine Haut unruhig macht und was nicht schön aussieht, das liegt daran, dass ich einfach krank war. Meine Haut einfach nicht gut ist momentan. Aber nö, das ist okay. Fixing Spray halt. Ich habe das Primer Spray gekauft. Das ist das. Ach so. Prime and Last, Daily Diaries. Es gibt nämlich, es gibt aber auch noch ein Fixing Spray. Es gibt ein Fixing Spray und ein Primer Spray. Das ist das Primer-Dings. Und es gibt auch noch ein Fixing. Ich habe das gekauft, weil es I Missed You Like Hell heißt. Deswegen habe ich es gekauft. Ja, also dieses Primer Spray. Ja. Ich Idiot. Kann man auch total toll als Setting Spray benutzen. Ich habe auch noch einen Primer gekauft, und zwar das Illuminating Primer Gel. Ich habe mir auch den Mattifying gekauft, weil ich sie beide für, weiß nicht, 1,50 Euro geschossen habe oder so. Und dann ist aber Frau Stöpsel ja so. Den fand sie ja so gut. Dann brauchst du nicht drehen. Aber den hast du noch nicht benutzt. Ich wollte doch, nur riechen. Doch. Doch. Oh. Der riecht gar nicht so schlecht, glaube ich. Oh. Und dann habe ich. Oh. Ja. Wow. Gut verteilt sieht das sehr schön aus. Ja, der riecht. Oh. Oh. Sehr parfümiert. Ja. Ja. Oh. Ich habe. Oh, wie Oma riecht das. Findest du? Ich bin ja so Parfum. Also. Och, ich find's ganz nett. Oh, ich finde, es riecht nach Oma. Es riecht nach es riecht konservativ, das stimmt. Also, es gibt so. Kennt ihr das, so ältere Damen, die so Parfum tragen, die nach älterer Dame riechen? Da ist nicht immer eklig oder so? Da ist immer so ein Schuss Elnett Haarspray mit bei. Oh, es ist fies. Boah, Essence. Ich finde das ganz nett. Boah, seid ihr bescheuert? Oh, wer weiß, wie der gerochen hätte ohne das Zeug. Das riecht echt nach Oma. Es gab noch ein riesen Fixing-Puder, das habe ich nicht gekauft. Ich bin ganz stolz auf mich, ja, weil ich solche auch riesen Fändchen einfach lustig finde. Ja. Das habe ich nicht gekauft. Tatsächlich, ja. Wie gesagt, den Matt-Primer habe ich an Frau St. Öpsel geschickt. Und ich weiß gar nicht, ob ich das Fixing-Spray auch noch gekauft habe. Das kann sein. Aber ich habe auf jeden Fall das Hydrating Primer, das habe ich auf jeden Fall gekauft. Und ansonsten, ja, das habe ich vergessen. Das wollte ich nachher ganz zum Schluss nochmal anhängen. Tja, das habe ich auch. So, ich vercheckt. Ja, ich habe mir, aber das nächste Mal muss ich mir das nach Monaten sortieren, damit das nicht passiert. Ja, also an sich finde ich, also sehr nützliche Produkte in dieser Essence LE. Ach, aber halt, oh Mann. Dann kam die Catrice Blurred Lines. In der Blurred Lines, I know you wanna, I know you wanna.
Da war dieses Puder drin, worüber alle ausgerastet ja, sind. Ja, habe ich jetzt auch mitgekriegt, aber damals ist das total an mir vorbeigegangen tatsächlich. Das Ding ist, bevor dieser Hype losging, habe ich diese LE entdeckt, habe das gekauft, beziehungsweise habe das angefasst und habe gedacht, was ist denn, fühlt sich abgefahren an. Und habe das gekauft und mit nach Hause genommen und gar nicht gleich ausprobiert, weil ich war gar nicht so aufgeregt. Und du hast das heute aber auch. Oh, die Oma, ey. Das Zeug macht eine Riesensauerei, auch wenn man nur drei Löchlis aufmacht, macht es eine Riesensauerei, weil das so fein ist, dass es praktisch fließt und sehr staubt. Wenn man das auf seinen Concealer unterm Auge macht, was ich mal gemacht habe, weil das so schön fein ist, dann fasst ihr euch nach 5-6 Stunden ins Gesicht und habt das Gefühl, dass das wie eine Wüste ist. Aber es sitzt einfach. Also für Leute mit öliger Haut ist das Zeug im ganzen Gesicht wahrscheinlich der Hit. Bei mir ist es ein bisschen doll. Also ich muss ein bisschen aufpassen, wie ich das benutze. Aber an sich kein schlechtes Puder und Catrice sollte es ins Standardsortiment nehmen, damit werden sie Geld verdienen. Denn die Leute haben das, also, und wenn alles von der LE noch da war, das war ausverkauft. Und da war pro Aufsteller, waren da 5 Stück drin. Krass. Also das war, dann kam die Catrice Bam Brow, davon habe ich in der Post dass wir lassen die Augenbrauen wachsen, Gel, habe ich gehabt. Das habe ich aber nicht geholt, weil das nicht spannend ist. Und ansonsten habe ich aus der LE gehabt. Und dann kommt jetzt im September noch, weiß ich nicht, soll ich das schon im Anschluss gleich mitmachen? Ja. Ich habe einen September-Aufkleber darauf gemalt, ich möchte das nicht mal sagen. Und es ist trotzdem schief gegangen. Die Little Fairy Tale E von Rivaldo Lubiang. Oh ja, das war da auch noch. Du hast was vorenthalten. Ich habe euch was vorenthalten. Aus der Prime at Last. Das ist tatsächlich ein Highlighter, auch wenn da Fixing Puder draufsteht. Also das nicht muss stimmen, aber das diese Kavenzmann ja, hier. Ja. Stimmt. Ich wusste nicht. Glow for it. Transparente lose Puder fixiert für ein geschmeidiges, zartleuchtendes Finish. Ich finde, es leuchtet ganz schön doll oben in meinem Körper. The sound of hungriness. Ja, echt. Ja, genau. Die habe ich gekauft, genauso wie diesen Eyeliner dazu. Abgefahren. Weil es einfach so süß war. Es war mir scheißegal, wie das ist, tatsächlich. Ich habe es einfach gekauft. Ich habe mir auch die Lidschattenpalette gekauft und dann weiter verschenkt, weil es einfach... Die Qualität ist wirklich so, geht, kann man benutzen, ist nicht super, aber guckt euch bitte dieses Blättchen richtig an. Wie soll man das benutzen? Das ist komplett eingetrocknet. Nein. Nein? Benutzt so. Couchon. Muss man auch erstmal wissen. Ja, ich war da auch so ein bisschen. Der Pinsel hat sauber gemacht. Ihr kriegt so einen Pot und dann müsst ihr das. Genau. So. Couchon. Ich muss den Pinsel mal sauber machen, der war so ein bisschen inkompetent. Aber ja, schwarzer Cushion-Eyeliner halt. Nichts Weltbewegendes. Aber ich meine, dieses Tintenfässchen, sowas habe ich noch nie gesehen in der deutschen Verwendung. Tut mir leid, es war auch niedlich, noch. Ja, es waren auch noch irgendwie Prozente auf Rivaldo Loop oder so. Das heißt, ich habe so nicht mal den vollen, nicht schon nicht so hohen Preis bezahlt. Also, naja. Genau, das war der September. Wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht, ja, wir haben den September. Ich glaube, für September habe ich jetzt auch keine Zettelchen mehr irgendwo draufkleben. Hoffentlich. Hoffentlich, ich garantiere für nichts. Oktober. Ich würde, glaube ich, gerade noch mal einen kleinen Break einschieben. Ja, können wir machen. Was dein Bäuchlein auch sagt, ne? Ja. Und dann gibt es quasi noch einen Teil, einen kleineren Teil hier auf dem Kanal mit dem Oktober, November, Dezember und so ein bisschen Favorites. Vielleicht so ein bisschen was und wir sehen uns dann hoffentlich gleich. Tschüss. Jetzt komme ich wieder.